genießen. Ist das nicht fantastisch? Ja, es ist fantastisch. Es ist richtig klasse. Dann werden da zumindest schon mal die Eisenstangen produziert. Fantastisch. Und ja, ich würde sagen, bevor ich das bei den anderen mache. Oh ja, komm, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich gucke jetzt erstmal nach meinem Spirit, wie es da aussieht. Frisst natürlich einiges. Wenn wir den auch erst einmal ausschalten. Jetzt gucken wir mal, ob wir dann die automatisierten Minen mit dem nächsten Upgrade bekommen. Das wäre natürlich grandios. Hub-Upgrade 5, ja. Meine MK1 extrahiert feste Ressourcen aus dem Ressourcenknoten, auf dem der Aufbau erfolgt ist. Die normale Extraktionsrate beträgt 60 Ressourcen pro Minute. Die Extraktionsrate ändert sich je nach Reinheit des Ressourcenknotens. Alle extrahierten Ressourcen werden über verbundene Förderbänder abtransportiert. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Das will ich noch machen. Und dann haben wir die Lagercontainer. Das ist super. Also das machen wir jetzt noch. Ja, Zeit sieht gut aus. Da produzieren wir uns mal noch hin. Kabelchen, Eisenstangen und Röhren brauchen wir. So. Dann kann ich eigentlich gleich mein Inventar noch mal ein bisschen leer machen. Jetzt, wo ich schon halbautomatisiert an die Sachen rangehe. Naja, ein bisschen brauch's noch. Wobei ich mir die... Nee, die gehen ja weiter, die Eisenbahn. Dann kann ich das auch hier gleich machen. Ist okay. Die Zeit habt ihr ja sicherlich auch noch. Ja, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von Satisfactory haltet. Ob ihr selbst Satisfactory ausspielt. Falls ihr spielt, schreibt das auch auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht können wir ja mal zusammen eine Runde zocken. Das wäre richtig geil, weil gerade so dieses Mikromanagement, Aufbauspiel, Produktionsgehabe, das ist genau mein Ding. Alles richtig schön von vorne bis hinten durchplanen. Macht auf jeden Fall Spaß. Von daher, lasst uns gerne mal zusammen eine Runde zocken. So, ne, das sind die Eisenstangen. Die Eisenstangen brauchen wir. Die brauchen zum Glück immer nur einen Durchgang. Das geht recht zügig. Ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer als eine Sekunde oder so. Ich weiß es nicht. Von den Kabeln brauchen wir ja ungefähr 50 Stück waren's. Die Eisenstangen machen wir jetzt mal durch. Das machen wir mal leer und dann produzieren wir gleich die Kabel hinterher. Und für die Kabel brauchen wir nämlich das Baumedraht. Und ich glaube, könnte das ausreichen? Ui. Nicht genug Mittel fürs Rezept, aber ich habe doch zwei Stück hier. Nanu, wo sind die denn? Ach ne, die habe ich noch gar nicht produziert. Ich dachte, in Klammern, du hast ja schon die 60, die du verarbeiten kannst. Nee, stimmt ja gar nicht. Die muss ich erstmal produzieren, die Dinger. Wird vermutlich nicht ganz ausreichen. Ich komme bestimmt mit 30 nicht ganz hin. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich einfach nur wieder 10 Stück fehlen werden oder so. Aber die bringen wir schon mal ins Upgrade Center. 75 Stück, heftiger Scheiß. Ja,
Sag ich doch, da fehlen noch ein paar. Das heißt, wie üblich, Kupferbahn. Und dann Kabel. Gehen wir mal auf 30, auf 40 am besten. Und dann sollte das durchaus ausreichen. Ja, das reicht. Dann kriegen wir 20 raus und haben sogar noch ein bisschen was über. Das passt doch. Bereit. Oh, yay. Ein neues Gebäude. Okay, neues Gebäude. Meine MK1 und Lagerbehälter. Congratulations, you have unlocked building Miner Mark 1. Building storage container. Oh, cool. Additional biomass notes. Einen zusätzlichen Biomassebrenner. Sehr schön, den kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Der kann aber nur 100 Holz verarbeiten. Okay. Ja, den könnte ich vielleicht für die... Nee, warte mal, das Eisenerz liegt auch da hinten irgendwo in der Richtung. Ah, den sollten wir vielleicht einfach erstmal anschließen. So, für die Produktion haben wir hier den Miner. Ach, okay, guck an. Da brauchen wir einen mobilen Miner. Und ansonsten haben wir noch alles ausreichend da. Nur einen mobilen Miner müssen wir produzieren. Das mache ich jetzt mal. Ich hoffe, ich habe da noch... Ja. Oh, ein Glück. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Die sind noch alle am Stromnetz. Strom ist aber momentan ausgeschalten. Sollte eigentlich. Habe ich das Ding nicht auf Stand? Ach nee, weil ich das Holzding angeschlossen habe, glaube ich. Ja. Genau, jetzt steht erstmal alles still. Jetzt gucke ich mir die mobile Mine einmal an. Na, da haben wir doch schon mal Großartiges geschaffen. Okay. So, wo ist er da? Ah. Wirklich? Ja, da stehen die wahrscheinlich im Weg. So, gucken, kann ich die irgendwie abreißen? Ach, hier, den Miner kann ich aufheben. Das machen wir mal. Damit die nämlich entsprechend Platz machen. Siehst du, hätte ich gar keinen weiter produzieren brauchen. Naja, wusste ich genau. Schön. Das ist ja ein gewaltiges Ding. Damit kann ich aber scheinbar nur einen dann betreiben. Und das Ding braucht auch noch wieder Strom. Ja, und es scheint auch nur einer rauf zu passen. Gut, ich würde sagen, ich bringe den einen erstmal ran. Lass uns mal gucken, wo war denn hier? Also den einen habe ich gesehen, ja. Ach, da ist einer. Da ist einer und da ist noch einer. Dann könnte ich vielleicht den nutzen, um ihn hier hin zu verbinden. Und den bringe ich dann nachher auf die Seite.
war ein bisschen schief. Aber ich glaube, das sollte auf jeden Fall gut passen. Schön. Der wird dann richtig gut beliefert. Dann stellen wir mit dem nämlich erstmal die Platten her. Dann kann da nämlich ein Lagercontainer noch irgendwie ans Ende. Jetzt müssen wir natürlich nur wegen dem Strom mal schauen. Da fehlen uns noch ein paar Spulen. Sorry. Hat mich so ein bisschen in den Fingern gejuckt. So, da produzieren wir jetzt noch die Spulen. Dann setzen wir die Strommäste noch hin. Und dann schmeißen wir das Ganze mal an, setzen das Ganze unter Strom. Und dann bin ich wahnsinnig gespannt. Kein Platz im Inventar. Damn. Nicht cool. Ja, dann packen wir die da erstmal mit rein. So. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Benzin haben wir ja auch noch. Fabelhaft, zurück geht's. Sagen, schmeißen wir ihn gleich mal an. Nehmen wir hier noch ein bisschen von dem Kram mit. Weil das frisst ja Unmengen an Strom. Kann ich vielleicht irgendwas anderes hier lassen dann? Ja. Ein Haufen Erz. Weil der interessiert mich jetzt mal. Was machen wir denn mit dem Steckpilz? Oh, der kann gefuttert werden. Das ist gut. Und den Haufen holen wir uns dann später mal wieder ab. Das nehmen wir auch gleich nochmal mit. Das Zeug wächst ja hier wie Unkraut und scheinbar wächst es tatsächlich nach. Was ja nicht verkehrt ist. Aber eine andere Möglichkeit, Strom zu erzeugen, wäre mir lieber. Mein Photovoltaik würde es doch hier auf jeden Fall bringen. Stehen lassen. So, schön. Dann gucken wir uns das mal an, wie das Ganze funktioniert.
Die Laufwege werden dann natürlich immer ein bisschen länger. Aber so ist es. Da meckern wir jetzt auch nicht rum. Das hält fit, das hält gesund. So, sehr schön. Oh. Off. Nunu. Was ist denn da los? Ah, ist das so ein... Ist der Stromverbrauch zu hoch oder was? Alter Schwede, echt jetzt? Verbraucht. Benutzer wurde vorübergehend gesperrt. Gut, das heißt, wenn wir... Alter, jetzt läuft das doch. Euch denn so? Also ganz ehrlich. Jetzt haben wir es doch hinbekommen. Och, guckt euch das mal an. Das ist doch geil. Das ist doch richtig geil. Da wird das ganze Eisenerz gefördert. Hier werden Eisenbahnen hergestellt. Und hier Eisenplatten. Das ist doch cool. Ja, dann würde ich sagen, werden wir das natürlich auf unseren Kalkstein mal machen und für unser Kupfererz. Das haben wir da hinten, da müssen wir dann hier die Strecken nur ein bisschen verlängern. Das kriegen wir hin. Lagercontainer. Lagercontainer werde ich dann noch errichten, erstmal für die Platten. Dann kann das so alles schön eingelagert werden. Hier sammeln wir noch ein bisschen Biomasse. Und dann werfe ich noch mal kurz einen Blick auf das Hub-Upgrade, was die jetzt von uns haben wollen und was wir dafür bekommen. Da haben wir doch schon mal ordentlich was geschafft. Das ist doch toll. Dank eurer Hilfe. So, jetzt gehe ich erst noch mal ein bisschen Benzin auffüllen. Ja, Holz ist tatsächlich um einiges besser, aber trotzdem. Ach, fossile Brennstoffe. Wann lernt es die Menschheit endlich? Hub Upgrade 6. Ein Weltraumlift, okay.
erfordert Lieferung spezieller Projektteile, um die Phase der Projektmontage abzuschließen. Okay, Biomassebrenner, cool. Verbraucht verschiedene Biomassearten, um Strom zu produzieren, hat keinen Input und muss daher von Hand mit Biomasse befüllt werden. Okay, aber zumindest haben wir dann zweiten Energietypi, Biomasse. Hauptsächlich als Treibstoff verwendet. Biomassebrenner und Fahrzeuge können damit Energie erzeugen. Biomasse ist viel effizienter als biologische Rohstoffe. Und gleich zwei davon? Okay. Ja, packen wir mal alles rein, was wir schon haben. Und dann muss ich nochmal hinten zu meinen anderen hin. Zu meinen mobilen. Und dann werde ich die, ja, ich glaube, ich werde die ganzen Felder jetzt nach und nach erstmal ausbauen. Schon mal entsprechend bebauen und reif für die Automatisierung machen. Ja, das heißt, wir werden in den nächsten Folgen die anderen beiden Eisenerzvorkommen in Beschlag nehmen, einmal einnehmen, arbeiten uns dann rüber zu den Kupfervorkommen und dann zur Kalksteinbank. Währenddessen werden wir dann natürlich hier in dem Bereich, noch Lagercontainer bauen, damit da erstmal ordentlich was eingelagert werden kann. Die machen wir mal aus. Und ein bisschen Energie sparen. Und dann werden wir nämlich mal zusehen, dass wir den werde ich am besten hier mit hinbringen. Und aus dem mache ich vielleicht hier oben dann eine eigene Produktionslinie, wo ich Stangen und dann Nägel herstelle. Weil das braucht einen eigenen Produktionszweig. Ja, Schrauben sind's. Und mit Elektronik und so machen wir genau dasselbe. Hier werden Stangen hergestellt. Hier werden Platten hergestellt. Fabelhaft. Ja, liebe Leute, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Bleibt auf jeden Fall gesund, seid nett zueinander und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Satisfactory wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.